Ja, hallo zusammen, hier ist der Flux-Kommissar 70 mit einem weiteren Gast-Replay. Und nach längerer Zeit ist er mal wieder dabei auf meinem Kanal, der Sentora S19 aus Clan TF-X mit der Maus, den 10er Heavy der deutschen Fraktion in einem 10er, 9er, 8er Battle auf der Map Sichernhafen im Westen gestartet. Wir haben 3 10er, 5 9er und 7 8er und darunter 7 Heavys, 4 Mittelpanzer, 3 TDs, ein Light. Null mal die Arti. Ja, da walzt er hier rüber. Ja, ist auch so meine Lieblingsseite. Ja gut, eigentlich nicht. Entweder hier die andere Seite oder die. Aber ich fahre immer auf diese Seite hier mit den Heavys. Ja, er hat hier diesen Mausskin drauf, der etwas überladen ist. Aber, naja, trotzdem schnieke. So. Oh, schade. Dein VZ55, der gerade da über die Mauer gesprungen ist. Ja, hätte er gerne in die Unterwanne schießen können, aber leider ist der Schuss nicht angekommen oder abgeprallt. Nee, nicht mal angekommen, glaube ich. Das ist Pech. Ja, Munitionsverteilung hat er bei 43 mal AB mit 430 Damage. Und stimmt das 430, was ich erzähle? 490. Entschuldigung, 490 Damage und 246 Durchschlag. Und dann hat er 20 mal Premium Munition APCR dabei mit einem Durchschlag von 311 und 5 mal HE. Da prallt er ab am IS-3-2. Ja, 5 mal HE, 630 Damage, 65 Durchschlag, automatische Feuerlöscher dabei, kleines Redkit und großes Midkit. So, E100. Auch da trifft er leider die Seite vom Turm und prallt ab, obwohl der hier eigentlich da um dieses Bäckchen gezielt hat. Aber schon mal vom E100 abgeprallt hier. 750 gebounced. So, oh, was ist heute wieder los? Typ Versch. Jetzt habe ich es aber. Typ 4 schwer. Meine Güte. Godzilla. Auch da prallt er ab. Ja, Indikator hat orange angezeigt, aber wollte nicht durchgehen. Ich habe zwar die Maus nicht, aber ganz ehrlich, ich würde da die 2 drücken und auf jeden Fall die APCR nehmen. Aber jetzt seitwärts Godzilla getroffen. 456. 1:1 steht es. Ja, eine Mission hat er auch am Start. Das ist schwerer Panzer 15. Jawohl, gehärteter Stahl in Richtung Objekt 260. So, das Gefecht verlagert sich jetzt weiter. Mehr an die Seite hier von diesem Industriekomplex, beziehungsweise diese Unterführungen, die hier sind. Toys, IS-3, IS-3-2. So, wird erstmal beschädigt sein, er soll abhauen. Jetzt hier die Maus erstmal in Stellung bringen. Und die Torte einfach durch den Turmbraten. Oh, Turm. Oh, was ist denn mal los heute wieder mit mir? So, Toys schießt in die Kette. Und dann seitwärts in die Tortoise rein. Bisschen rumschieben. Skoda T56. Und einfach durch die Unterwanne durch. Ach, der schießt in die Kette. Dass er sich nicht bewegen kann. Reloadzeit haben wir hier fast 11 Sekunden. So, da die Su 101 steht dahinter. Aber hier ist 3-2 in die Unterwanne. Nächster Hit. Der Leopard schießt von oben runter hier an, von den Hügeln. Hat ihn jetzt in die Seite geschossen. Tortoise prallt ab. Rums, raus damit. Erster Kill. Oh. T56 schießt in die Kette. IS-3-2 schießt in die Kette. 2500 geblockt schon mal.
So, jetzt schiebt er sich hier wieder zur Seite. Und da war er wieder von der IS-3 und erstmal gleich durch. 4000 Damage fast. Ah, der fährt davor, Typ 4, schwer. Schießt in die Kette. Antwortet er mit der Maus, meine Güte. So. Skoda 56. Rausgenommen, in die Seite geschossen. 4500 Damage. Jawohl. Nächste Kandidat kann gleich abtreten. So, den Kill hat sich der IS-2 geholt. Der Doppelrohrpanzer. 7:6 steht es. Jetzt bleibt er da mitten stehen. Leopard schießt von hinten, aber kein Problem. Ah, gönnen wir den Leopard 1 da, die 451 Hitpoints, die er sich geklaut hat. E100 prallt ab und er walzt einfach weiter. So, jetzt wird das Türmchen gedreht und ab ins erste Kettenrad. Wird geantwortet. Und wieder die Kette getroffen. Ach, ja, der R100 zieht ein bisschen verkehrt. So, da steht ein Conqueror. Boah. 531. Der hat gut getan. 6000 Damage. Conqueror schießt in die Kette. Was wollen die denn mal alle in die Kette? Und E100 brennt ab. Und zack, wieder erstes Kettenrad. Penetriert. Stehen, reagiert zu spät und wieder erstes Kettenrad und ja, der E100 schießt wieder in die Kette, verzweifelt. So, der verzieht sich jetzt die Rampe da hoch. 8:9, 8:10 steht es. 7000 Damage. Och, mach gut. Och, nee. Da ist er ein bisschen zu schräg. Und da reicht es im Winkel. Und da prallt er in der Unterwanne ab sogar. Kommt da nicht mit durch. Mit der AP. So, jetzt mag er nicht hochfahren. Also ich würde jetzt... Okay, ich hätte es probiert. Weil... er hat ja noch... 2150 Hitpoints. Ich hätte es probiert. Na gut, vielleicht da oben sind ja die ganzen Mediums. Obwohl, die sind ja die unten. Ah, der Schuss war zu spät gesetzt. Aber den E100 hätte ich mir trotzdem geholt. Da oben. Na, weil die drei Mediums sind hier. Aber er hat sich halt anders entschieden. Fährt hier wieder runter in diese Tiefgarage. Sag ich mal. So, Skoda T50. Ja, schön aus der Hüfte. So, Mission erfüllt. So, Indienpanzer jetzt am Rücken. Trifft aber die Ketten der Indienpanzer. Ja, okay, jetzt hat er 237 abgehamst. Ja, Indienpanzer macht 240 Damage. So, 130 PM. Auch in die Ketten geschossen. Ja, jetzt ist er hier ein bisschen in der Bedrulle. Jetzt müssen die Gegner erstmal auf ihn zukommen. Weil die... Ja, die Su schießt nämlich hier unten rein. So, jetzt muss er hier... Genau. Egal, einfach drehen. Och, da prallt er ab am Indienpanzer. Das ist ärgerlich. So, 7730 gebounced. 7400 Damage. So, wer möchte nochmal? Wer hat noch nicht?
So, wer wird es jetzt werden? Indienpanzer oder was? Ah, die hauen alle ab. Jawohl, einfach durch den Turm. So, Su 130 PM ist runtergekommen da von den Hügeln. Hat natürlich hinten ins Heck geschossen. 480 gemacht. So, E100. Zack. Schlagabtausch. Der E100 trifft wieder die Kette, penetriert nicht. Und dann konnte er rausnehmen. So, Progetto 46 hat jetzt böse abgebissen hier. Na, 700 Hitpoints. Somit bleiben wir noch 744 über 12 zu 13. Ja, ist ein bisschen schwer hier den Kasten drehen. Kommt da nicht mit hin. So ist er alleine gegen drei. Das ist natürlich ärgerlich. 4 Kills hat er gemacht. Und da ist die Su 130 PM. Weiß jetzt, wo er ist. Ja, luchst auch hinterher. Er verschwindet schnell hinter der Ecke. Versucht sich zu schützen hier in der Ecke. Oh, gefährlich da vorzufahren, obwohl die Su da war. So, hier ist 3-2. Zack, raus. Fünfter Killen. 8.150 Damage. 8.480 geblockt. Tja, flüchten mit der Maus jetzt hier. Vor dem Skoda T50 und Su 130 PM stellt sich ein bisschen als schwere Aufgabe. Ja, weiß ich jetzt nicht. Will er jetzt sich da ein Cap stellen? Ich glaube nicht, da ist er viel zu offen. Denn beide können auf die Hügel fahren und aus der Deckung schießen. So, Skoda T50 ist jetzt hinter ihm. Mit Captain, das wird wohl nichts werden. Da ist die Su 130 PM. Oh, schönen Schuss aus der Hüfte. Schlagabtausch zwar. Hier passt gleich 523 zu 556. Aber jetzt der Skoda T50 dran, prallt ab. Ja, jetzt ist am Kreuzfeuer. Hier an das Gebäude schnell ranfahren, ehe der Skoda rumkommt. Ja, und dann, tja. Da ist der Skoda T50 rumgekommen und hat ihn rausgenommen. Leider. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, dann hat es leider nicht gepasst. Aber egal. Es ist ein Panzerass und haben wir Schläger, du Landkämpfer, Wirkungsfeuer, 214.442 Credits. XP kommen wir später zu. 5 von den Anleihen, Großkaliber. Und hier oben sehen wir schon, dass er die Mission, ne, schwerer Panzer 15, gehärteter Stahl auf das Objekt 260 erfolgreich war und geschafft hat. Gehen wir in Teamscore. 8713 Damage, 5 Kills, 845 Basis-XP. Dann gehen wir in den Report. 27 Mal geschossen, 25 Mal getroffen, 20 Mal durchschlagen. Na, und dann haben wir 8800 geblockt. Ja, Unterstützungsschaden 317, nicht der Rede wert. Den Rest hat er selber eingehamt. 2,67 Kilometer gefahren. Dafür gab es dann 80.485 und den Weihnachtsbonus hier 86.100 ab 84 und 5.040 macht eben die 214.472 abzüglich Repair-Munition und ein kleines Kit. Dann bleiben 116.136 Credits über das Ganze in 13 Minuten 29 Sekunden. Dann die Basis-XP plus den aktivierten Weihnachtsbonus hier 468 XP und 23 freier V macht 1970 XP und 98 freier V. Oh, hier ist mein Geburtsdatum, also 1970 bin ich geboren, ja.
So, schöne Runde mit der Maus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen nochmal ein gesundes neues Jahr. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.